Jo Leute, willkommen zurück zu Antel Dawn. Ach schon, bis zum Morgen. Von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. Sehen, was passiert. Ashley, du, als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Was? Ernsthaft. Okay. Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Können wir helfen? Wer braucht Hilfe? Wie können wir dir helfen? Oh, er bewegt sich schon wieder. Was buchstabiert das? Er bewegt sich schnell. Warnung. Shit. Oh mein Gott. Warnung? Ich glaube, wir müssen echt rausfinden, wer da mit uns kommunizieren will. Klarstell, was meinst du? Fotos, wer bist du? Wer bist du? Wir können dir nicht helfen, wenn wir nicht wissen, wer du bist. Kannst du uns sagen, wer du bist? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Ach, wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still. Frag, wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Hannah, Beth. Beth. Keine Ahnung. Wer spricht da mit uns? Beth? Bist du das? Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Überleg mal, wäre das da tatsächlich Beth? Ich meine... Wir könnten rausfinden, was passiert ist. Okay. Mal überlegen. Thorsten, was ist mit dir passiert? Es tut mir so leid. Was ist mit dir passiert? Beth, wir möchten wissen, was dir damals zugestoßen ist. Sagst du es uns? H-A-N-N. Das heißt Hannah. Warte, es geht weiter. K. L? Oh mein Gott! Killed? Leute, wieso sagt sie ermordet? Ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Es muss sein. Nein, bleib ruhig. Ich glaube, das heißt, jemand hat Hannah ermordet. Ich weiß es nicht. Ich stelle noch eine Frage. Wer hat Hannah getötet? Wie ist Hannah gestorben? Wie ist Hannah gestorben? Okay. Okay. Wie wurde Hannah ermordet? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E. R. O. O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Heilige Scheiße. Chris? Ach, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, so ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen.
oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter, es ist nicht... Ich kann das schon nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben! Sollen wir ihm nachgehen? Ach Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake, ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Jess? Scheiß! Achtung, was geht ab, Jess? Was hast du wieder gemacht? Und was geht hier ab gerade? Alter, meine Fresse. Jess? Schatz? Licht meines Lebens? Jess? Süße, bist du da drin? Okay, das war jetzt Zufall, dass ich hier lang komme. Jess, wo bist du die hin? Toten. Das ist nicht witzig. Hä? Gefahren? Hä? Was hat das jetzt mit diesen Hirschen zu tun? Jessica! Ach, komm schon. Hätte mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Alter! Leck mich am Arsch! Boah, Alter! Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt! Ah! Oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Das musst du sehen! Ich will mir das nicht! Nein! Guck, nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess! Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen! Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig! Oh, hab ich dich erschreckt! Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt! Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael! Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Streng ich mir. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja, du musst dich vor mehr anstrengen. Du willst also mehr? Na, dann solltest du dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste. Nein, nicht noch ein Tod. Führungssorten. Okay, es gab jetzt zwei Wege, wenn ich richtig gesehen habe. Der eine, wo wir lang müssen, und der. Die Frage ist: Ist es der, von da ich gerade gekommen bin? Das kann jetzt gut sein. Darum schaue ich, weil ich will jetzt jedes Totem haben. Ja, das ist, glaube ich. Ja, wir können wieder zurück. Das ist genau. Ja, um das Punkt kommen. Gut. Ey, aber dieser Jumpscare jetzt vorhin gerade. Digga, was geht ab? Alter Schwede.
ich hab's drauf. Was war das? Hat da jemand geschrieben? Nein. Nein. Bestimmt nur ein Eichhörnchen. Oder so. Genau, ein Eichhörnchen, ja. Abartig. Was? Hörst du das? Nein. Hallo? Halt doch deine Scheißfresse, Junge. Geht ab in dieser Folge. Oh mein Gott. Ist genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Ja. Yeah. Hallo. Rache ist süß. Ne, wir sind jetzt nicht so gemein, ne? Hey, schau mal die Maske. Oh, Beth. Ist voll schräg, oder? Sieht gruselig aus. Stehst doch drauf. Oh, Mike, hör auf! Okay, dein Pech. Das ist cool. Boah. Die Räume in der Hütte sind ähnlich, Alter. Nicht, dann können wir geradeaus weit. Verflixt nochmal, Junge! Oh! Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Oh mein Gott, nee. Beruhigen. Ich töte kein Tier. Hey, Mann. Oh, mein hey, Kumpel. Gott, das arme Tier. Ist okay. Es ist okay. Oh. Ist okay. Mike, er hat so große Schmerzen. Es ist bald vorbei. Okay, Kumpel. Es ist bald vorbei. No! No! Oh, mein Gott, was zur Hölle war das? Keine Ahnung. Eine Brücke ist hier lang. Hier lang. Schon, wir müssen weiter! Ja! Ja! Nein! Hol die Treppe! Du musst sie öffnen! Oh mein Gott!
ganze Zeit. Oh, Schwachsinn. Nein, 100%, 100%, 110. Oh, Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche es. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, typisch. Analysiert, okay. Mike hält Jessicas Haut zur Hilfe. Jessica bewunderte Mikes Held. Mike schnitt weiter Eindruck. Okay. Nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Na, wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael? Ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung, bitte. Ja, my Lady. Okay. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Oh! Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Ach, du bist falsch verkabelt. Oha. Das ist Tanner. Ey, Alter. Was haben wir da? Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Pronto! Oh, was haben wir denn hier? Die waren einfallsreich. Anstatt nur dumme Schnauze zu haben, kannst nicht, du hier auch mal auf was von Matratzensport. Oh nee. Oh Mann, verdammt! Weg, weg! Oh ja. Hey! Verfluchte Scheiße! Fuck, fuck, shit! Wow, du kleiner Schisser, Mike. Komm schon. Gut, schauen, was mir da noch so. Du sollst nur ein. Oh, Scheiße. Kacke. Mike! Was? Oh, Scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jess. Ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay. Oha. Okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen den Bären. Oder was immer das war. Okay. Lucky, Lucky. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Hab ich recht? Wow, Jess! Sieh dir das an! Ist es ein Feuer? Nein, viel cooler.
ne? Gefall ich dir? Oh mein Gott. Warum drehen Kerle bei Waffen immer komplett am Rad? Nichts? Okay. Sie wird nie verstehen, was uns verbindet. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. So, jetzt gibt es Feuer. Mike 1, Feuer 0. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, mit Alkohol wär's entspannter. Wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so weit. Mit vielen. Vielleicht müssen wir einfach den Sprung wagen. Weißt du, wie ein Sprung in den Swimmingpool? Was? Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Echt jetzt? Dachtest du, die Nummer zieht? Hat sie bisher immer. Blöd, Mann. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jazz, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay, Fensterläden zu. Alter, was ist das da draußen? Voila, die Läden sind dicht. So, wo waren wir? Tut mir leid. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und was? Was durchzuziehen? Also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Ruhig. Jess, das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast ein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja. Und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Was ist das für ein Vieh? Freunde, was geht ab? Aber nee, was mache ich in der nächsten Folge, ne? Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, lasst ein Abo da, sonst bis zum nächsten Mal und ciao.